Eisöde der Verwirrung. Das war brillant, Alf. Unser Scan reicht jetzt viel größer. In diesem Gebiet hier empfange ich ein neues Signal. Könnte das eine bisher unbekannte Nahrungsquelle sein? Nichts wie hin. Nein, ich denke nicht. Dieses Mal ist es ganz bestimmt der Captain. Gehen wir nachsehen. Ja, willkommen zurück zu Tag 5 von Pikmin 3. Eisöde der Verwirrung. Wir haben ein neues Gebiet. Ich habe im vorigen Part schon ein Schneegebiet angesprochen. Hier kommt es. Wir haben noch 6 Tage zur Überlegung. Die Eisöde der Verwirrung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Spiel ist bis jetzt brillant. Es ist... Oh, da sind wir schon eine Frucht. Ich finde, es ist bis jetzt das beste Wii U-Spiel. Oh. Nicht schon wieder. Diesmal hat es Brittany erwischt. Schon wieder. Au, au, au. Alles in Ordnung bei dir, Alf? Hallo? Alf? Das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ja, Brittany wieder allein. Ganz schön finster hier. So, ich bräuchte mal Stein-Pikmin hier. Oh, und die gelben Pikmin. Da ist etwas. Gelbe Pikmin. Die dritte Pikmin-Sorte. Von insgesamt, glaube ich, 5 im Einzelspielermodus. Pikmin, was machen Sie da? So, die rufen wir jetzt mal zu uns. Beziehungsweise... Ist das ein Pikmin-Kai? So, und wir werfen die mal alle hier hin. Und die werden jetzt für Licht sorgen. Ich hätte mich vorher vielleicht... Und, oh, da wird's... Die Zwiebel wieder aufstehen. Sehr schön. Eine Zwiebel? Ohne Licht scheint sie nicht überleben zu können. Kommt her, gelbe Pikmin. Also es gibt, wie ich gesagt habe, 5 Sorten im Spiel. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Es gibt natürlich noch die weißen und die lila, aber also gelbe Pikmin können Elektroden verbinden. Aber die kommen im Spiel, im Einzelspielermodus, glaube ich, nicht vor. So habe ich das gemeint. So. Greift an. Eigentlich wollte ich den jetzt hier drauf werfen. Wir brauchen nämlich 20, das habe ich gerade eben gesehen. Sehr schön. Da unten gibt es noch eine Datei. Da oben. Oh, geil. Die kann man auch höher schmeißen. Ich glaube, wird jetzt auch erklärt. Ja, ja, gelbe Pikmin können höher geworfen werden. Gut, aber den können wir dann erst mit 5 Pikmin holen. So. Jetzt haben wir schon 11. 9 noch und wir haben dann genug. Ja, hier gehen wir noch nicht weiter. Lass uns erstmal hier oben. Können wir auch noch nicht weiter. Hier gibt's. So. Vorteil, dass die höher geworfen werden können. Jetzt können sie sich bewegen. Okay. Da. Hier hinten gibt es einen Geysir. Gut, hier oben gibt es nichts. Was bringt dieser Geysir? Ist das ein Geysir? Komm her. Was bringt dieser Geysir? Ach so, okay. Der schleudert uns wieder hier rauf. Gut, dann haben wir eigentlich dort alles gesehen, was zu sehen ist. Aber wir haben noch nicht genug. Aber da kommt noch einer und jetzt haben wir dann genug. Denn der wird ja mindestens 2 ausstoßen. Genau 2. Damit hätten wir genau genug. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal da nochmal lang, bevor wir hier noch was machen. Ja, da gibt es hier nochmal eine 5er-Blume. Hier kommen wir nicht weiter, solange wir nicht die Fels-Pikmin haben. Das heißt, wir müssen eigentlich hier wieder... Hier sind wir auch gelandet. Hier müssen wir also eigentlich sogar wieder zurück, wie es aussieht. Gut, hier kommen wir schon her.
wieder schön viele neue Pikmin. Aber der Tag, wie man oben sieht, vergeht in der Höhle nicht. Das ist auch sehr schön, das habe ich bis jetzt auch nicht bemerkt, dass der Tag in der Höhle nicht vergeht. Das bedeutet eben, dass wir dann draußen genug Zeit haben. Sehr gut. Rollt den Felsen, den Stein weg. Wir kommen damit jetzt hier rein. Sehr gut, kommt alle her. Und jetzt können wir runterrutschen. Hier gibt es auch nichts mehr und deshalb gehen wir raus mit den gelben Pikmin. Und da sehen wir das schöne neue Gebiet. Endlich wieder Tageslicht! Und da ist Alf. Da ist doch Alf! Und da ist auch die Drake! Alf, hier drüben! Brittany, Ihnen geht es gut! Ich kann Sie sehen, auf der anderen Seite des Flusses! Gemeinsam finden wir einen Weg mit Hilfe von Y. Können wir uns abwechseln? Genau, bellen wir uns. Hier will ich nicht bleiben müssen. Am Ende erfrieren wir noch. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Wenn wir vorher nicht verhungern. Ja, und der Tag fängt damit jetzt hochoffiziell an. Gut, Sie zu sehen, Brittany. Ich habe neue Pikmin entdeckt. Wirklich? Gelb mit großen Ohren. Oh, die will ich auch mal sehen. Alles klar. Sogar eine Stelle. So, das ist ein sehr gemeiner Gegner. Der kann nämlich unsere Pikmin mitnehmen. So, kommt her mal alle. Da hat er einen. Da hat er einen erwischt. Ja, wirf doch. Ach, kommt doch her jetzt, verdammt. Wieso? Wirf doch mal. Komm, bitte, wirf doch mal richtig. So, jetzt. Oh, nee. Und der kommt... Ah, der ist jetzt da hinten hängen geblieben. Wie schrecklich. Das arme Pikmin ertrinkt. Ich kann es retten, indem ich ZTR drücke, um es zu rufen. Ja, das weiß ich auch. Das ist nicht normal. Komm. Greif den mal an. So, nee. Kommt her, alle. Kommt ihr alle. Der Gegner ist richtig nervig. Und da verbrauche ich jetzt meine ganze Zeit an dem, oder wie? So, jetzt ist er tot. So, Dankeschön. Sehr gut. Die werden den jetzt auch in die Höhle zurücktragen. Und hier können wir auch weiter mit den gelben Pikmin. Gut, hier können wir... Ah ja, okay, wir hätten jetzt hier... Ah, das hätte ich früher ahnen sollen. Mit Alf abwechseln können. 95. Also wir haben richtig viel. Ja, wir lassen hier ein paar zurück und machen hier noch ein paar mehr. 100. Genau, perfekt. So. Hier können wir auch gleich... Ah, lass mal einen roten dran. Ist sehr gut. Ja. Gut, hier werden wir dann... So, zack. Ist jetzt unten hingeflogen. So, was steht denn hier jetzt drauf? Wurde ein Knopfprimmel geerntet, wächst der Knopf mit der Zeit nach. Ja. Einer soll das bitte nehmen. Danke. Gut, wir können mit Alf natürlich jetzt dorthin. Auch dort. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Weg ich einschlagen soll. Wir nehmen mal den dort. Wir gehen mal hier hin, wo Brittany uns ein paar gelbe zuwerfen kann. Erstmal hier. Fokussiere den Zeiger und lass die Pikmin B ausschalten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Oh, da ist ein böser Gegner.
Ich werde, während die das machen, hier erstmal weitermachen. Denn auch sie hat hier einen Weg zu freischaufeln. Beziehungsweise hier gibt's was. Ja, aber ich mach zu viele Fehler. Okay, wir wechseln mal. Die haben das schon fertig gemacht. Kommt her. Mach hier zu viele Fehler. Ich muss. So, von hier kann ich sie werfen. Genau. Komm zurück. Komm zurück. So. Denn. Vierteltag ist schon um, wo ich den Fehler hier gemacht habe. Ich muss ihm ein paar gelbe zuwerfen und er muss Brittany ein paar Steine und rote Pikmin zuwerfen. Das heißt, ich werde jetzt ihm hier abwechselnd ein paar gelbe zuwerfen, bis ich nur noch mehr 10 habe. Das sollte reichen. Und er wird Brittany ein paar rote zuwerfen, bis er nur noch mehr 20 hat. Und natürlich ein paar Steine, weil sie ja Steinpigment unbedingt braucht. So, perfekt. Dann switchen wir hier mal. Holen uns hier alle, switchen hier und holen uns hier alle, damit auch die bei uns sind. Perfekt. Und jetzt können wir hier mal weitermachen, weil wir haben ja oben gesehen. So, hier erstmal hier. Erstmal hier brauchen wir gelbe Pigment. Oh, arme Pigment. Ah ja, ich darf ja keine. Das war häufig blöd. Okay, wir können aber wieder zu ihm wechseln. Und hier mal weitermachen bei ihm. Beim Hund. Oh, wow, 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 der ist ja elektrisch. Der ist elektrisch. Boah, das war keine gute Idee. So, wirft die elektrischen Pikmin, die sind gegen ihn immun. Gut. Wir brauchen gelbe Pikmin, deshalb werden die gelben Pikmin ihn einmal tragen. Das können hier die Pikmin erledigen. Und hier das mal die roten. So, schauen wir mal, was es hier so gibt mit Alf. Einen Dateneintrag und. Ach, komm bitte rauf. Okay, wir können mal switchen, bevor sie das machen. Haben die noch immer nicht fertig gemacht? Ne, arbeiten noch immer. So, kommt bitte her. Und wir können dann gleich mal. Das kann nicht wahr sein. Komm bitte. Gut. Ihr könnt hier noch ein bisschen arbeiten. Okay. Irgendetwas hindert die Pikmin daran, ihre Aufgabe zu erledigen. Ich muss ihnen helfen. Ach ja. Ich weiß schon was. Ja, gelbe Pikmin sind im Moment. Ich weiß schon, was die Pikmin hindert. Und das ist genau das hier oben. Boah, kommt her, bitte. So. Sehr gut. Das ist so nervig, wenn die irgendwo hängen bleiben. Weil dann verliert man sie unnötig. So. Ich weiß, was die Pikmin daran hindert, und das ist die Brücke, die ja noch nicht fertig ist. Die ja gerade gebaut wird. Das hindert die Pikmin weiterzumachen. Und deshalb sollen sie das erstmal alles lassen. Hier kommen wir auch weiter. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Er hat sehr, sehr viele Wege zum Gehen. Da oben ist auch nur ein Weg. So, wir wechseln mal zu Brittany. Da sind sie auch schon fertig. Okay, wir können das also so machen. Mit etwas mehr Teamarbeit. Nein, das wären die gelben schön. Oh, wow, 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 wow. Ach, komm. Kommt her alle. Gut, da muss ja sowas getan werden. Kommt her. Wir machen das also später erst mit Brittany. Ja, ich bin jetzt ein bisschen, wie sollte man sagen, ich habe die Orientierung momentan verloren. So, hier können wir Steinpikmin werfen. Das erstmal kaputt zu machen. Und hier irgendwo müssen ja, hier müssen ja wieder Teile der Brücke sein. Ja, hier sind Teile der Brücke. Gut, dann lassen wir die erstmal das machen, bevor hier
bevor hier wieder mal was entsteht. Hier können wir dann... geht das schon jetzt? Ja, gut. Die können hier das ausgraben, wenn wir schon hier sind. Hier können wir auch weiter. Die bauen... Aha, okay, die bauen hier den zweiten Teil zusammen von der anderen Seite. Gut. Dann geht's hier mal weiter. Gut, wir haben alles soweit. Felspicken brauchen wir hier. Ah, hätten vielleicht mehrere nehmen sollen. Ja, wir hätten mehrere Felspicken nehmen sollen. Damit wir hier effektiver arbeiten können. Es dauert jetzt recht lang, bis das jetzt kaputt wird. Ja, Gott, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Da geht's weiter. Ich gehe mal davon aus, dass hier die nächsten Teile sind. Von der Brücke. Deshalb werde ich mal gelbe hinschmeißen. Weil die immun gegen Feuer sind. Kommt zurück, kommt! Ich hasse das. Ich hasse das. Die switchen automatisch. Das Pikmin sind Schwierigkeiten. Ich kann ihm helfen, aber indem ich ZR drücke, um es zu rufen. Kommt her, kommt her, kommt. Komm her. Nee. Ich hasse das. Weg, 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 weg. Weg einfach. Weg mal ganz kurz, weil wir müssen den Gegner erstmal besiegen. Jetzt einen gelben hingeworfen. Eine Erdbeere, perfekt. Und das sollen die Steinpikmin jetzt übernehmen. Ah, jetzt ist, wir sind schon am Ende des Tages angelangt. Wir haben eigentlich nicht so viel geschafft. Immerhin eine Frucht gefunden. Und hier sind noch Teile der Brücke. Macht. Ja, ich habe jetzt hier eigentlich schon einen kleinen Fehler gemacht. Hä? Von da kommt ein Signal. Bestimmt der Captain. Ja, da oben. Aber ich sehe schon, welchen Fehler ich begangen habe. Hier habe ich auch nicht genug Pikmin. Ja, du vollendest bitte nicht. Du arbeitest hier weiter. Ich habe am Anfang nicht gecheckt, wie ich mir das aufteilen soll. Frucht erhalten. Gut, da haben wir es. Sieh auf das Gamepad. Sein Schwachpunkt liegt hinter dem Panzer. Ja, das ist der Gegner. Werden wir aber alles erst im nächsten Part machen. Da, ich denke, wir haben jetzt wirklich, wirklich fast genug von dem ganzen Part hier. Gut, da gehen wir dann im nächsten Part wieder hin. Weil das geht sich zeitlich nicht mehr aus. So, und jetzt... So, die übrigen kommen mal mit. Okay, und jetzt kommen die wieder zurück, ja. Die kommen jetzt wieder zurück. Gut, komm her. Ja, aber was kämpft denn der allein da hinten? Komm her. ...33 Pikmin sind in Gefahr. Wieso denn? Wo denn? Kommt her, kommt alles schön her. Wo sind bitte 33 Pikmin in Gefahr? So, die arbeiten an der Brücke, oder wie? Oh, 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 jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wo denn? So, ich muss jetzt mal schauen. Ich weiß nur leider nicht, wie ich die Kamera bewegen kann. Faulenzend 33. Jetzt habe ich ein Problem. Das waren nicht die hier. Wo sind die Pikmin? Achso, doch, hier. 28, trotzdem immer noch. Nein, 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 nein. Boah, wo sind die Pikmin?
Brauche kein Ziel, ich muss finden, wo die Pikmin sind. Bei Alf wahrscheinlich, aber das kann doch nicht sein. Das die Faulenzen. Wo sind die ganzen Pikmin? Wo sind die ganzen Pikmin? Hier sind die Sieger nicht. Komm. Ach nee, scheiße. Wir werden 8. Das kann nicht wahr sein. Wo sind die Pikmin? Ach so, hier vielleicht. Ja, ja, hier oben. Hier oben sind sie. Oder? Hier oben waren sie doch. Ja, hier, hier, hier. Ich hab sie, ich hab sie. Okay. Gut, ich hab's dann doch noch am Ende geschafft. Stress pur, aber ich habe alle Pikmin. Keiner ist in Gefahr. Gott. Ein paar sind gestorben. Aber zum Glück haben wir doch am Ende alle gefunden. Und da sieht man schon, da kommt der Stress dazu. Denn die haben ja da was gebaut und sind dann wieder raufgegangen. Das ist einfach nervig, wenn die zurückkommen. Wir haben die Brücke leider noch nicht fertigstellen können. Aber im nächsten Part sind wir wahrscheinlich dann soweit. Eine Frucht haben wir gesammelt. Relativ erfolgreich. Wir sollten dann im nächsten Part vielleicht noch eine finden. Und die Punktkäfer müssen leider wieder ohne jegliche Pikmin auskommen. Mal sehen, wie viele Früchte wir heute gesammelt haben. Ein Sonnenkernbeere wieder, also wieder die Erdbeere. Immerhin. Und wieder bis zur Hälfte voll. Also wir bleiben gut im Kurs. Es tut mir leid, Brittany. Bitte halt nur einen Tag durch. Es ist genug Zeit. Mit diesen Vorräten sollten wir eine Weile auskommen. Natürlich, weil Brittany auf der anderen Seite ist. Sie ist ja noch nicht bei uns. Ich glaube, am nächsten Tag werden wir es schaffen, sie zu uns zu holen. Heute sind 6 gestorben. Ja. Man darf nicht zufrieden sein mit dem. Aber trotzdem. Relativ gut. Alf wieder den Bericht schreiben. Wir folgten dem Signal des Gärtens in ein unbekanntes Gebiet. Durch die schlechte Sicht unterlief mir beim Steuern ein Fehler, wodurch versehentlich der Schleudersitz ausgelöst und Brittany hinausgeschleudert wurde. Ein schlimmer Schneesturm erschwerte die Suche nach ihr und man kann sich meine Erleichterung vorstellen, als ich erfuhr, dass sie in Sicherheit ist. Alf. Natürlich. Speichervorgang wieder. Und damit sage ich wieder Dankeschön beim Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.